Auf geht's, Markus. Zeig, was du kannst. Ach nee, ich hatte gar nicht die Dings drin. Die Map drin. Oh oh. Okay. Nein, nee. Was denn? Ja, alles gut, ich habe das letzte nur gesehen. Ich dachte mir, oh, Mori. Nein, das habe ich nicht. Ich hätte dir zugetraut, einfach so wirklich als Qual. Ich weiß auch, wie du, glaube ich, als erstes jagst. Nee, kann ich ja nicht schlecht entscheiden. Das ist ja, hängt davon ab, wie ich es zuerst finde. Schauen wir mal. Ah, komm, alles gut. Ich kenne mich jetzt wieder eh sowieso so ein Assi-Ding. Ein bisschen Spaß nach der Aufregung muss ich auch machen. Na, alles gut. Dafür habe ich ja, das haben wir ja gesagt, deswegen, ich will sie jetzt den Killer. Da lässt sich jetzt schön an mir rechnen und an uns rechnen. Ich sehe das ja locker, mein Gott, passiert. Ich denke nur, was ich denke, mal, ist nur ein Spiel. Als Überleben, dann ist es halt das Ziel rauszukommen, ne? Klar, wenn es jetzt wirklich meine Schuld war, dass Markus da jetzt verreckt ist, dann tut mir das auch irgendwo leid. Ach, was? Ich bin einfach nur verärgert. Dass, weißt du, sonst klappt das bei mir immer so gut mit dem Verstecken und jetzt auf einmal. Ah, du hast aber auch manchmal so Tage. Du hast aber auch manchmal einfach so Tage, wo es einfach gar nicht. Manchmal so Tage, nicht wahr? Das meine ich jetzt nicht. Aber den Tag hattest du Samstag auch. Samstag lief bei dir auch nicht wirklich viel zusammen. Oh, ach Gott, ich hab mir sowas Ähnliches schon gedacht, dass der genau mit dem spielt. Hau ab, Mann! Aua! Ja, guck mal, Geissi. Komm her, Geissi. Der spielt wieder bestimmt, ja, mit Fluch natürlich. Der spielt bestimmt wieder mit seinem komischen, ja. Natürlich, man hört dich wieder nicht, du Drecksack. Ich habe mir sowas Ähnliches schon fast gedacht, dass du genau die Variante schon auspackst jetzt. Wenn schon Assi, dann richtig Assi. Jetzt quält er nämlich richtig. Ah. Pass auf, den hörst du nicht. Ja, den hörst du nicht.
Ich sag ja, Markus ist so einer, der kann quälen. Da leg mich doch. Den kenne ich auch nicht. Den Killer. Der, da warst du nicht dabei, da waren wir nämlich nur zu dritt. Der spielt mit einem Add-on drin. Wo du die Glocke nicht hörst oder ganz wenig hörst. Irgendwo so ein. Normalerweise hörst du nämlich das, wenn der sich enthüllt, aber das habe ich ausgemacht. Der hat einen Add-on drin, ja, an seinem. Irgendwas mit dem Seilklöppel oder so heißt das Ding, glaube ich. Hä? Oder Zierklöppel heißt das Ding, ne, Markus? Ja. Ja. Wir haben nachgeguckt. Ich habe gestern oder vorgestern nachgeguckt, als ich ein DVD mal dran war. Nee, aber ich weiß gar nicht, was der überhaupt kann. Naja, er kann aus dem Hinterhalt angreifen. Der kann sich unsichtbar machen, aber normalerweise hörst du dann so Ding, 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 wenn der sich enthüllt und verhüllt und so, aber das habe ich halt. Ja, Markus hat es halt nicht, der schleicht sich halt komplett an und macht sich dann schnell sichtbar. Vor allem hatte sich, glaube ich, hat er noch nicht. Du hast ja noch ein Addon drin, was du dich schneller sichtbar machst, ne? Irgendwie sowas. Das weiß ich nicht. Nö, da habe ich keine Ahnung gerade. Wir müssen also echt aufpassen. Wir müssen echt aufpassen. Ja, Katze von meiner Freundin nervt gerade so ein bisschen. Also das kann mal so ein bisschen im Hintergrund passieren. Ach, gute Weile. Markus! Alter! Ich habe sie gerade einfach beim Generator reparieren gepackt. Ja, so ähnlich wie sie, über mich eben vorhin Sabrina mich gepackt hat. Schön vom Gen weggezogen. Ja, weg. Du kannst dich ja eh selber heilen, ne? Ja. Also ihr müsst echt wirklich hinter euch gucken, bis vor da irgendwie. Nicht, dass der auf einmal hinter euch steht. Hm. Scheiße. Oh, genau das meine ich. Er steht hinter uns. Das ist genau das, was ich halt meine. Ich konnte euch jetzt nicht warnen. Nee, alles gut, das war auch kein Vorwurf, weil ich. Pass auf, links, 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 links. Ja, das andere links, ne? Hm? Also, das ist hinter dir links. Ja, ja. Du weißt, Frauen haben immer eine Rechts-Links-Schwäche. Ich kann ja noch so jemanden. Ich hätte jetzt gesagt rechts, hätte ich nicht verstanden. Frauen sind rechts-links-Schwäche. Du musst ja links abbiegen. Ach, aber das andere links. Genau so. Ja, wenn du da rechts abgebogen bist, denkst du, das ist was andere links mit. Das habe ich heute den ganzen Tag bei Seven Days gehabt. Alter, geh mal weg von mir, ey. Du bist wie so eine Klette, so. Weißt du? Sache, der quält jetzt. Ich bin nicht da. Hau ab. Du bist jetzt gerade nur so oder findest du mich wirklich nicht? Ich glaube, du tust nur so. Verdammt, Papa. Halt! Scheiße, das könnte zu weit weg sein. Ah, dann ist Glück gehabt. Jawoll! Ja. Deswegen spiele ich mit eiserner Griff. Dann passiert das nämlich nicht. Ja, ja, ja. Warte mal, dich nehme ich noch mit. Hättest du gar nicht mal im Raum. Ja, ich hab schon gemerkt. Ja, es war mein Versuch wert irgendwie.
Aber es war klar, dass der da nochmal drauf geht. Ei. Verschwinde, Markus, ich sehe dich. Sie ist zwar verschwommen, aber ich sehe dich. Ich gesehen habe. Ich sehe dich nicht. Oh, leck mich doch. Kommst du jetzt hierher? Also, glaubst du wohl. Ach, du legst dich auch noch so nett für mich direkt vor den Haken. Das ist ja auch schön. Das ist aber auch so. Das heißt aber auch so. Wenn ich dann liege ich direkt in der Nähe vom Haken. Ei. Das ist eine. Nix. Ja, Mai. Aber ja, ich bin kein Drecksack. Ich, Ja. Alles gut, Molly. Ja, ich ist gut. Ja. Vor allen Dingen, du. Ernsthaft? Du hast eine Erinnerung drin, dass ich nicht sehe, wo die hängt? Habe ich die falsche Taste gedrückt? Auch schön. Scheiße. Das Problem, wenn ich dich sehen muss, suchen muss. Ich weiß nicht, wo du hängst, aber ich marken. Ja, du kämpfst bestimmt noch davor. Hä? Wo zur Hölle hängst du? Hä? Oh, leg mich doch da hinten. Scheiße. Ich weiß, dass du hinter mir bist. Ich hab's gehört. Frieden. Komm zu mir, mein Kind. Ja, ich geb dir gleich hin. Hau ab, hau ab. Leck mich doch. Verdammt. Ja, okay. Jetzt hast du mich. Scheiße. Hallo. Ich werfe dich mal bitte in die Luke, bitte. Ich lass dich auch hängen. Überleben, meine ich. Ich lasse dich hängen. Ja, ich lasse dich hängen, genau. In der nächsten Runde. Ja, das reicht nicht. Aber was soll ich machen, groß jetzt noch cool, ne? Außer jetzt ein bisschen hinhalten, kann ich jetzt eh nichts machen. Weil ich nicht weiß, wo die Luke ist. Hast du dich unsichtbar gemacht, okay? Nein. Alter, was ist die scheiß Luke? Da oben. War sie. Oh, schade, nicht ganz alle gekriegt. Na, ja, aber du hast gut gespielt, muss man sagen. Es war aber knapp bei mir. So eine Runde habe ich ja noch. Ja. Ich bin tatsächlich mit überladen. Das dritte Siegel. Ja, das Ruf besetzt der Schutzeffekt an Blindung an diese wirklich. Naja, mal schauen. Was machst du denn? Hm? Ich rede mit dem Hund, mit einem der Hunde. Was machst du denn? Die Luke war übrigens tatsächlich oben auf dem Hügel. Na, du hast immer die Fähigkeit, genau in meine Kabel reinzurennen. Ja, Mensch. Mensch.
Wie du. Oh, Verbindung war weg. Was? Ich müsste mich nochmal einladen. Ja, machen wir. Und jetzt setzt du dich wieder. Gut. Der steht auf, dreht eine Runde und setzt sich wieder genau auf die Couch, wo er eben vorher gesessen hat. Ich kapier's nicht. Wir sind für alle. Statt möglich, nicht möglich, okay. Ich habe online gestellt. Ja, ich hab's schon eingeladen. Alles gut. Ah, gut. Ja, dadurch, dass du rausgeflogen bist, haben wir halt keinen Killer, ne? Quasi. Ach ja. So. Ach ja. So, fehlt nur noch der Killer. Ja, ich bin noch am Aussuchen. Alles gut. Ich bin bereit, ich meine bereit. Sowohl als auch. Natürlich ist es der Clown. Passt zu ihm.
schwammig wie um die Ecken. Was hast du jetzt gesagt? Uiuiuiuiuiui. Alter. Was? Hab ich mich erschrocken von dir sogar schon. Ich sehe zwar ein bisschen so aus, aber ich bin nicht der Killer. Noch nicht. Na, wieder. Ich drück wieder die falsche Knöpfe hier. Also. Ich höre auf einmal hinter mir Schritte, ich so, hä? Ja. Ich hab die falsche Knöpfe gedrückt. So. Boah, das war natürlich die beschissenste Ecke ever hier. So. Wie der Dreifach da stehen bleibt und wartet. Nö, sie ist mir direkt wieder vor die Füße gelaufen. Also, naja. Bei Markus hat er froh, der liegt die Frauen zu Füßen. Ja. Sag mal, kannst du mal was anderes machen, als da hier rumzuhängen? Guck mal, wie der Dicke da zurückkommt. Ja, natürlich kriegst du den Tunnel hier, ne? Naja, scheiß Tunneler. Der Tunnel. Wie er tunnelt. Wie er direkt wieder auf den Überlehrten. Sehr schön, da schwammel da. Dein Platz ist woanders. Guck dir das doch mal an, wie der wieder zurückkommt direkt. So, einer fehlt noch.
ein. So, mit Abflug, du gehst auch wieder. Hau ab. Vergiss es, Markus. Vergiss es. Heute nicht. Scheiße. Du Drecksack, Alter. Wie der von oben einmal wegkommt. Vierter. Scheiße. Ich hatte damit gerechnet. Gehofft, dass du nicht... dass du da nicht zurückkommst. Warum kann ich euch eigentlich nicht mehr sehen, wenn ihr irgendwo hängt? Weil der so bestimmt so ein Ding drin hat, da so ein Addon. Hopp! Der hat 100%ig hat da irgendwie so ein Addon drin. Das hat er beim Geist nämlich auch gehabt. Mhm. Ich wusste das eben auch nicht, wo sie hing. Also jetzt konnte ich sehen. Ich glaube, du bist außerhalb des Terror, also des Radios. Habt ihr einen bestimmten Radius, kannst du das glaube ich nicht mehr sehen. Hilfe? So. Das Problem ist natürlich, dass ich nicht sehe, wo wer oder wo du hängst, kann ich dich quasi auch gar nicht retten, ne? In der Nähe von dem Steg hänge ich, von diesem komischen Steghaus, wie auch immer da. Also ich weiß nicht, wo das ist. Das große Gebilde. Wo es halt auch die Rampe da hochgeht und so. Lass die mich eisekalt hier hängen. Markus, verschwinde mal von hier. Ja. Du Sackjunge, wie. Hallo, wie sie mich einfach hängen lassen hier. Weißt du, ich komm freundlich immer auf Ruhe vom Haken und dir nicht. Dich eisekalt hängen lassen, ne? Ja, 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 komm. Keine Ahnung, wo du bist. Ja, 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 ich hänge hier rum. Ich muss schon kämpfen. Ich habe schön von mir. Ich hole euch nochmal vom Haken. Schmeckt mir solche Dinge. Ah, jetzt ist einer's nett. Keine Ahnung, wo du bist. Ja, 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 ja. Jetzt kann ich eh nicht mehr. Na, warte ab, über nächste Runde bin ich dran. Markus kriegt ein Facecam. Oh, jetzt hab ich's verpasst. Ey, schade. Du darfst dich ein. Ja, wenn du nicht vom Haken, vom X rutscht, dann ist es vorbei leider schon direkt. Scheiße. Danke. Das war aber gerade sehr knapp, Markus. Das war fies. Na, ich bin jetzt auch tot. Scheiße. Wenn nichts weiter passiert, das war es für mich jetzt auch. Scheiße, es ist nicht viel! Es ist nicht fucking...
Das ist nicht viel mehr. Hä? Okay? Was hast du drin? Aber du hast auch einen Mann, du hast Nöt drin, du Sack. Der hat den drin, der Sack. Du scheiß Fluch. Ich bin tot. Aber ich hab den Generator fertig gemacht. Also guck, er guckt, dass er wieder rauskommt zwischen Ausgang oder die Luke. Das Team geopfert. Raus, raus, raus. Jawohl. Nächstes einer. Wenigstens einer. Hat er Hass, Überwachung, das dritte Siegel. Er hat gar nicht drin gehabt. Was hast du drin gehabt? Du konntest mich dann niederschlagen beim ersten Mal, obwohl ich eigentlich nicht verletzt war. Hm. Oder war ich noch verletzt? Die Flasche. Die Flasche. Alter. Ich hab ein Add-on drin, dass die Flasche, wenn ich dich damit treppe, bist du sofort gefährdet. Okay. Keine Ahnung. Also ich hab den Body-Generator da fertig machen und dann. Das war. Ja, hätte ich. Doch, hätte stimmt. Ich eine Sekunde eher Nee. Ich war tatsächlich noch im verletzten Modus und hab den Generator fertig gemacht und in dem Moment hast du mich ja noch geschlagen, weil sonst wäre das Adrenalin angeschlagen. Das war eigentlich der Plan an der Sache. Hätte ich. Wieso bin ich jetzt immer noch nicht wieder? Schon wieder nicht in der Lobby drin? Was ist denn das? Keine Ahnung, aber ich lade dich jetzt eh sofort mal ein. Wir sind jetzt ein unbekannter Fehler ist aufgetreten. Ich mach die Lobby neu auf sonst. Ja, ich auch. Okay. So klärt's, warum das Signal. Hätte ich dich eine Sekunde eher geschlagen hätte, wäre der Ausgang auch nicht aufgegangen. Dann wäre das mit dem Generator nicht. Der war fast fertig, der war 99,9. Ich hab den nur noch angetippt. Ich hatte den ja schon vorher fast fertig. Ich war ja auch dabei. Ja, richtig, wir waren zu zweit an dem Generator. Dann hast du mich quasi niedergeschlagen, liegen lassen. Ich habe ja unbeugsam drin und hast du sie verfolgt. Und dann konnte ich mich quasi hochziehen und dann den Generator fertig machen. Aber Markus, du warst einmal ziemlich nah an mir dran. Hättest du diesen Schrank mal öffnen sollen? Ich habe nämlich die Kratzspuren gesehen. Ja, ich war einen Schrank weiter drin. Ach so. Ich dachte, hoffentlich macht er jetzt nicht den Schrank. Also guckst du ja oben, der ist mir sicher weg. Dann gibt es halt in den Menüs, also ich kann euch nicht einladen. Ich kann euch nicht einladen. Ich kann niemanden momentan einladen, okay? Gut, dann. Nochmal, spielen wir als Killer? Quatsch, ich spiele als Killer. Soll ich mal gucken, ob ich euch einladen kann? Nee, warte mal, ich bin wahrscheinlich im falschen Modus dran, Rene. Na komm. Ja, jetzt geht's. Einladungen sind raus. Dürften wir dann ja bald am Ende sein. Du noch und dann noch. Es fehlt jetzt eigentlich jetzt gerade noch Yvonne. Die wird jetzt als Killer spielen. Und dann bin ich dran und dann sind wir durch, ja. Weil eine halbe Stunde ist schon um 7. Ja, alles gut, das kriegen wir noch hin. Die zwei machen wir noch. Genau. So. Dann bis zum nächsten Mal.